Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Tag 7 im Sommer und morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag, das heißt wir müssen wieder gießen. Die Geister sind glücklich, werden ihr Bestes geben, uns Glück zu bescheren und die Königin der Soßen kennt gebackenen Fisch. Wir haben gelernt, wie man gebackenen Fisch macht. Okay. So. Schauen wir mal. Dreh den Brief für die Anweisung zu einer super gesunden Mahlzeit um. Du wirst dich richtig energiegeladen fühlen. Man sieht sich. Emily. Okay. Kochrezept Salat. So. Füllen wir mal die Gießkanne und sorgen dafür, dass hier alles schön gegossen wird. Dann könnten wir nochmal wieder Dünger machen. So. Ich hoffe, die Gießkanne reicht. Weil da hatten wir ja gern schon mal das Problem, dass gerade das letzte Feld. Okay, reicht. Aber auch wirklich auf Anschlag. So, gleich haben wir die tägliche Gießarbeit erledigt. Wir könnten eigentlich mal so gehen wir zum Gießen machen, ne? Fällt mir da so ein. Oh. Und schon wieder leer. So, wunderbar. Gegossen hätten wir. Wir brauchen immer noch Geld. Können wir eigentlich hier irgendwas craften? Die Geode können wir noch aufbrechen. Ansonsten haben wir hier nicht ganz viel, ne? Eichel-Ahorn-Samen, Kiefern-Zapfen. Bräuchten wir, dass wir mal so ein Müsli-Ding da noch machen können. Vielleicht auch nicht so ganz unwichtig. So. Fällen wir mal ein bisschen. So, dass wir auch gut an die Sachen noch drankommen. Das können wir da rausholen, ne? Wunderbar. Räumen wir hier mal ein bisschen auf, indem wir und dann können wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen diesen Müsli-Riegel mal herstellen. Weil mit dem hätten wir dann natürlich den Vorteil, dass wir in die Mine können. Und mal das ganze Zeugs wieder ein bisschen Kupfer zusammensuchen. Und so weiter und so fort.
So, fällen wir. Gleich sind wir dann aber auch, was das angeht. So, mehr können wir nicht. Was fehlt uns? Ahornsamen, okay. Nun dann, gehen wir ein bisschen noch auf Wanderschaft. Und schauen mal, was wir so machen können. Diese kleinen Aussetzer sind immer noch da, leider. Ich habe jetzt den neuesten Nvidia-Treiber installiert. Es hat nichts geholfen. Was schade ist. Brauchst du etwas? Ich soll nicht mit Fremden reden. Dann halt nicht. So. Hey, da, gut dich zu sehen. Besuche mich bitte, wann immer du willst. Heißt das, wir können jetzt hier ins Zimmer? Nein, das heißt es nicht, weil wir brauchen die Hose da oben. Können wir ihr vielleicht ein kleines Geschenk machen? Oh, das können wir zu Gunther bringen, okay. Da haben wir noch Samen. Können wir ihr vielleicht eine Eichel schenken? Oh, ich nehme es, wenn es sein muss. Sehr begeistert. Sehr begeistert klingt das. Ja, bei der Lea kommen wir leider auch noch nicht in die Wohnung. Wir sind noch nicht freund genug. Aber, ja. Vielleicht werden wir es irgendwann. Hi, Raffenkarl. Achso. Mehr geht nicht. Schenken kann ich hier gerade nichts. Ich habe nichts. Ja, ich weiß immer noch nicht, wen man dann mal irgendwann zur Frau nehmen könnte. Man sieht hier am ehesten nicht. Sie passt nicht zu uns, glaube ich. Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so merkwürdiges Zeug wie Kiana. Ich denke mal, die Emily könnte ganz interessant sein. Oder aber die Lea. Fände ich auch sehr interessant. So, bringen wir hier gerade mal was hin. Spenden. So, mehr haben wir nicht, ne? Ne. Und dann gehen wir noch beim Gunther vorbei. Dass der uns mal die Geoden aufbricht. Stein. Hat sich ja gelohnt. Oh, nee. Neokit. Und Erdkristall. Okay. Erdkristall müssen wir, glaube ich, ins Ding bringen. Ins Gemeindehaus bringen. Das können wir zu dem Neokit können wir zu Gunther bringen. Ich würde ihn ja verschenken, wenn ich ihn nicht hier hinbringen müsste. So, wir kriegen eine Belohnung. Das ist natürlich ganz fein. Belohnung abholen. Eine stehende Geode. Okay. Eine stehende Geode. Na, schauen wir mal gerade bei ihm mal vorbei. Ich habe mir gestern diese neuen Schuhe geholt, weil mein altes Paar einen braunen Fleck hatte. Ich habe sie einfach in den Müll geworfen. Ich hätte sie ja gespendet, aber mir gefällt die Idee nicht, dass irgendein Spinner meine Schuhe trägt. Verstehst du? Was? Was kriegen wir denn bei ihm? Eis. Kaufen wir mal ein Eis. Das könnten wir zum Beispiel der Emily schenken. Schauen wir gerade mal, ob sie noch daheim ist. Oder wir bringen es ihr gleich in die... Wirtschaft, wo sie arbeitet. Oh.
bin für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Vielleicht kriegst du ein Eis? Jeder hat unterschiedliche Geschmäcker. Okay, das tut mir leid. Sie mag kein Eis. Hi du. Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Mehr können wir nicht, okay. Also die Lea steht wohl mehr auf natürliche Geschenke. Das war alles, was wir hier finden, okay. Magst du sowas, Lea? Eine Koralle? Du hast Lea heute bereits ein Geschenk gegeben. Okay. Wo er recht hat, hat er recht. Hallo, Luis. Sag mal, pflanzt du Blaubeeren auf deinem Hof an? Ich liebe frisch gepflückte Blaubeeren. Okay. Also, Luis mag Blaubeeren. Du hast den ganzen Weg her auf dich genommen, nur um mit mir zu reden. Nein, ich bin gerade zufällig vorbeigekommen. Gucken wir mal, ob wir noch ein Eis kriegen. Dann schenken wir vielleicht eins der Haley und eins der Emily. Mag Haley Eis? Schock für mich? Danke dir. Bitte. Oh, das war das letzte Eis, was wir heute gekriegt haben. So, ich vermute mal, dass die Emily... Oh, hallo. Ich wette, du pflanzt gerade ein paar interessante Dinge an, ne? Vater sagt, dass hier im Tal eine Menge exotischer Pflanzen zu dieser Zeit wachsen. Das kann sein. Jawohl, da ist die Emily. Die kriegt noch ein Eis von mir. Entschuldige, Raffenkart, ich mag das nicht. Entschuldigung. Tut mir leid. Dafür, dass es angeblich jeder mag, mögen das ganz schön viele nicht. Oh, was können wir denn hier noch machen? Kalender. So. Hätte gern eine Rotbarbe. Emily. Okay, dann schauen wir mal, dass wir morgen eine Rotbarbe kriegen. Dann freut sich die Emily wieder. Und hier gehen wir gerade mal am... Ach, hi. Es ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Aber das ist wohl nicht so leicht, wenn du auf einem Hof lebst. Hey, zumindest musst du dir im Winter keine Gedanken über deine Pflanzen machen. Das ist richtig. So. Hier können wir irgendwo den Erdkristall loswerden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo. Speisekammer. Ne, da waren wir falsch. Das war, glaube ich, hier im Heizungskeller. War das im schwarzen Brett? Da war es nicht. Da fehlt uns auch noch. Da auch noch. Da fehlt auch noch. Und da fehlt auch noch. Ein Seeigel brauchen wir dann noch. Genau. Aber hier war es, glaube ich, ne? Ja, war es. Aber wir haben schon einen. Okay. Dann können wir den Erdkristall verschenken. Dann weiß ich auch schon, wem ich dem schenke. Aber sowas weiß ich, freut sich die Maru. Es gibt heute extrem wenig aufzusammeln, muss ich feststellen. Sitzt die Maru noch dort? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ist ja schon spät. Jetzt haben wir viel Geld für Eis ausgegeben und keiner mochte es. Doch, die Haley, die mochte das.
War aber auch die einzige. Hier ist auch nichts. So. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Den verkaufen wir. Kiefernzapfen. Ja, reicht erstmal. Das können wir mal hier hin tun. Das tun wir auch dorthin. Der Erdkristall behalten wir mal. Haben wir hier eigentlich noch? Oh, wir haben noch Kupfer. Können wir noch wieder welches machen? So, den. Ja. Sieht gut aus. Morgen pflanzen wir die zwei noch ein. Was wir aber gerade noch machen können, ist. Das Erz dort reintun. So, und ich sag dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir. Das hat nicht mal ein Eis gegeben. Ja, wenn wir den nächsten Tag, Tag 8 des Sommers, erleben. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.